Mahlzeit, ihr Lieben, und herzlich willkommen in einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir sind heute ganz, ganz tief im Harz für euch unterwegs, und zwar im ehemaligen FDGB-Erholungsheim Hermann Duncker. Grundstein 1909. Ja, wir müssen jetzt gerade so lachen, glaube, weil diese... Ich glaube sogar 1901. Ich habe 9 im Kopf, aber wir werden das noch nachreichen. Aber warum wir jetzt gerade schmunzeln müssen, ist, weil wir dieses Intro für euch jetzt gerade zum 4. Mal drehen. Vielleicht auch jetzt zum 5. oder 6. Nein, das lassen wir jetzt an der Stelle genauso stehen. Ja, das Ganze hier schon ziemlich in die Jahre gekommen und runtergekommen. Hier muss man echt aufpassen, welchen Schritt man macht. Und ja, wir nehmen euch mal mit. Hast du noch ein paar Randinformationen? Ja, nur eigentlich über den Hermann Duncker, der 1960 gestorben ist und eigentlich eher bekannt war als Historiker und Wanderlehrer. Und ich meine mal ausgelesen zu haben, dass er verfolgt wurde. Aber ja, wer weiß. Wir gucken mal, dass wir jetzt nicht verfolgt werden und legen mal los mit euch. Und ihr habt jetzt schon mal so einen ganz groben Vorgeschmack, wie die bauliche Substanz hier jetzt gerade noch ist. Und hier fühlt sich der Boden jetzt erstmal noch fest an, aber wir haben hier gerade schon mal ein paar Stellen gehabt, da wurde es echt matschig unter den Füßen. Dass die Lampen hier noch überall hängen. Fast in jedem Zimmer. Hängt noch eine Lampe. Das ist echt der Wahnsinn. Ist das ein Wintergarten oder? Da vorne? Das ist so wie da drüben. Aber das sieht größer aus, oder? Ach nee, ich habe gedacht, das wäre so durchgehend. Das ist das Gleiche. Okay. Ja. Da vorne sehen wir das nächste Loch. Okay, soll ich mal vorgehen? Maus ist schön, oder? Ich weiß noch nicht, wie wir hier, also für deine Perspektive, nur für den Fall, dass ich jetzt schlagartig aus dem Blickfeld verschwinde, ich bin dann eine Etage tiefer schon mal. Vielleicht auch zwei. Für euch an der Stelle, auf der Perspektive, für euch ändert sich nichts. Obwohl. Ich nehme euch dann schon mal mit runter. Wer weiß. Das ist schon der Hammer. Das ist schon heftig. Ich glaube, ich mache uns mal das Licht an. Wie bist denn du gelaufen hier, Christian? Ja. Einfach auf die Balken. Ich sehe hier keine Balken. Für mich sind hier gar keine Balken. Hier ist einer, siehst du? Okay, aber das sieht ja ziemlich im Arsch aus, oder? Ja, hier ist noch einer. Du musst aufpassen. Hier gibt alles nochmal. Guck mal hier. Alter. Obacht. Ich bin schon zweimal drüber gelaufen. Bist du da rumgekommen oder bist du mitten durch? Das wird dich aushalten, Digga. Wenn es nicht aushält, hält es dich auch aus. Das hat mich. Okay. Angst?
muss noch mal 10 Kilo abnehmen, glaube ich. Vor allen Dingen, ich sehe hier gar keine Balken, was Christian gesagt hat. Ich merke nur, wie es nachgibt unter mir. Warte, ich lass, genau, lass mich erst wechseln, sind wir nämlich beide unten. Ist das hier okay? Ich hab's auf die Tür drin, ja. Die nächste Tür. Ach so, genau da dachte ich eigentlich nicht. Aber hier im Sturz muss doch eigentlich befestigt sein, oder? Ich hätte sogar noch einen Hand entlang. Ich weiß nicht. Ich hätte gesagt, ich sollte weiter auf die Bike treten. Dann ist er auch da drauf getreten, oder? Ja, ne? Was ein Tanz, ey. So, jetzt. Boah. Guckt euch das an. Und das wird hier nicht besser. Das ist die Außenseite vom Dach, die Schieferplatten hier, die uns jetzt hier gerade angucken. Mein Gott. Also ich sehe mal zu, dass ich hier ganz vorsichtig mit euch jetzt wieder zurückkomme. Könnt ihr das sehen? Immer, angenommen, ich würde jetzt die Treppe hier mit euch hochgehen, dass dahinter überhaupt kein Boden mehr ist. Versuch hier noch. Ich versuche mein Gewicht so ein bisschen nur abzufangen. Leck mich am Arsch. Muss ich das jetzt piepsen? Boah, aber Leute, das hat sich doch gelohnt, oder? Hast du hier auch schon gestanden, wo ich jetzt stehe? Da habe ich ein Foto gemacht. Heftig. Aber der Aufgang ist doch schon cool, oder? Die Toilette. Schön, alles aus Holz. Das ist ein Highlight, wenn du das verpasst, ist schlecht. Genau. Wenn du das hier verpasst, dann ist schlecht. Wow. Wow. Ja, das hat sich doch gelohnt, oder? Heftig. Du kannst ja riskieren, aber ist das das Foto wert? Das... Boah. Nee, ja. Aber Leute, was eine Aussicht. Thank you.
ist ein schönes Treppengeländer, ne? Okay. Leider nicht. Und ein bisschen Aussicht. Mal gucken. Ich muss eh noch mal positionieren. Soll ich verschwinden? Was ist das hier oben? Ist das ein Wassertank? Das sind Wasserbehälter, ja. Ja, ne? Wir haben auf jeden Fall keinen Wasserdruck hier. Ja. Da haben die das Wasser hochgepumpt. Durch den Falldruck hast du dann Druck auf der Leitung. Gerne mal durch die Glastür gucken nach vorne. Ist aber nicht mehr tief. Da sehe ich den Boden. So schön aus. Einmal da so ein Stück durch. Ich glaube, dann sind wir gleich auch sowas von fertig, oder? Toiletten hier unten im Keller. Würde ich mal sagen. Oh, duschen. Das ist das hier so eine Art, nicht Lastenaufzug. Bitte. Also es geht doch noch ein ganzes Stück tiefer hier runter. In kurzer Hose. So ein Speisewagen oder? Teewagen, ja genau, so ein Teewagen, Speisewagen. Sieht ja cool aus. Möchtest du da durch? Soll ich vor? Halt mal. Hier geht's abwärts. Richtig, unter mir abwärts? Jetzt gerade. Hier ist, und meine Ferse versinkt jetzt gerade. Ja, aber nur an der Stelle, oder nicht? Weil da links kommen wir nämlich nicht dran vorbei. Hier links ist nämlich kein Boden mehr drin. Im Raum nebenan. Das wenn ich jetzt hier lang. Oh, oh. Scheiße. Meinst du, hier ist wirklich noch viel drunter? Oder meinst du, wir sind schon? Ja. Guck mal, der Christian zeigt jetzt, wie das geht. Mit Christian sind wir gleich weg. Und wir laufen außen rum, ey. Ich muss hier
Das hat sich ja gelohnt. Da siehst du, da ist nämlich nichts mehr. Meine Fresse. Wahnsinn, ey. Oh, guck, Steckdosen überall. Ja, also mehr, eigentlich mehr als bei uns in der Küche, so an jedem Pfeiler. An jedem Tisch, hätte ich jetzt gesagt, ne? Ja. Was ja ein Hammer wäre, wenn wir jetzt nochmal so ein paar alte Bilder einblenden könnten, wie es hier mal früher ausgesehen hat. Mhm. Das war mal ein Kühlschrank für mich. Der hat genau die richtige Größe. Ah, okay. Das ist die Küche gewesen. Eigentlich schön. Guck mal, da drüben haben wir gerade gestanden. Schön, Küche. Decke auf dem Boden. Hm. Auch schön. Was ist das? Das war mal ein Sessel, ein Stuhl, ein kleiner. Vielleicht. Jo, Leute, wenn ihr wüsstet, wie lange ich dem Dingen hier hinterher jage und eigentlich gehofft habe, dass wir hier mal endlich hinkommen, aber das sind wirklich wahrscheinlich die letzten Tage, die wir hier noch erlebt haben, dann geht das hier wahrscheinlich alles ganz zügig den Bach runter. Aber hier kannst du auch nicht mehr machen als abreißen, glaube ich. Ich mache das Haus schon von alleine. Ja, aber an sich ein geschichtsträchtiger Ort. Wir versuchen noch mal ein bisschen nachzurecherchieren. Viel findet man im Internet nicht mehr, also nicht zumindest über die wahre Geschichte, wie es hier damals mal abgelaufen ist, sondern eine ganze Menge Mythen und Geschichten. Und dem wollen wir uns eigentlich nicht anheften. Wir gucken nochmal, ob wir was finden. Das werden wir euch nachreichen. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr uns für das Video, für die Aktion, die wir hier jetzt gebracht haben, einen Daumen nach oben gebt. Und ein Abo und vielleicht mal einen Kommentar unten. Wäre auch mal nicht schlecht, ob ihr solche Locations hier überhaupt mögt. Also ich fand es an sich riesig, aber ihr entscheidet da draußen. Genau. Alles klar. Dann sehen wir uns auch im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.